Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und wir sind wieder bei den Fragen und Antworten zu Escape from Tarkov. Natürlich die Fragen und Antworten der Entwickler, ich kennt das mittlerweile. Ja, ich habe eine kleine Ansage vorher noch. Und zwar erreichte mich bisher mal die Frage, wie viele Waffen wird es denn in Escape from Tarkov geben? Eine offizielle Aussage dazu, liebe Freunde, kann ich euch leider nicht geben. Allerdings sind auf der Homepage so ein paar Gerüchte entstanden, die sich immer mehr versteifen, dass es so um die 200 Stück werden. Ne, bloß einmal gleich nice to know für euch, die sich das halt auch schon mal gefragt haben. Wie gesagt, ich übernehme da keine Haftung oder sonst irgendwas. Das sind halt Gerüchte von der Homepage, was ich bisher lesen konnte, dass dort halt wohl um die 200 Stück sein soll. Gut, liebe Freunde, in den letzten Episoden haben wir im Endeffekt ja die Fragen 1 bis 100 durchgesprochen. Es sind natürlich noch mehr da und wir legen jetzt weiter los mit den Fragen 101 bis 120 und ja, fangen wir auch direkt mal mit der Frage Nummer 101 an. Wird es irgendeine Art von Interaktion zwischen den Spielern und den Scuffs geben? Also spielbare Scuffs haben die gleichen Interaktionsfähigkeiten wie die Beers oder die Yusek. Und man kann halt auch mit ihren argumentieren. Allerdings sind die NPC-Scuffs immer feindlich, liebe Freunde. Frage Nummer 102. Wird das Spiel Emotes haben? Dazu sagen die Entwickler, dass das wahrscheinlich der Fall sein wird. Frage Nummer 103. Wird es Sprachbefehle geben? Also die Entwickler planen, ein separates Befehlsmenü zu implementieren. Frage Nummer 104. Werden wir den Körper der Charaktere sehen können? Dazu sagen die Entwickler, ja, allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Frage nicht ganz verstanden habe. Vielleicht habe ich sie auch falsch übersetzt. Ja, ich hoffe, ihr steigt da durch. Frage Nummer 105. Wird es weibliche Charaktere geben? Also, laut den Entwicklern sind keine weiblichen Charaktere geplant, liebe Freunde. Da muss ich euch leider enttäuschen. Müsst ihr leider Gottes mit den Kerlen vorlieb nehmen. Frage Nummer 106. Können wir Waffen beschädigen, indem wir sie beschießen, wenn diese zum Beispiel auf dem Boden liegen? Nein, liebe Freunde, das wird auf keinen Fall möglich sein, sagen die Entwickler. Frage Nummer 107. Können wir die Waffe aus den Händen der Feinde schießen? Also auch dahingehend haben die Entwickler nichts dergleichen geplant. Frage Nummer 108. Kann ein Hit einer Granate, die sich in der Weste des Gegners befindet, auch zu dessen Explosion führen? Nein, liebe Freunde, auch das geht nicht. Frage Nummer 109. Wie sieht es mit Stolperdrähten aus? Können wir solche herstellen und verlegen? Die Entwickler ziehen diese Idee auf jeden Fall in Erwägung und versuchen das auch zum Release zu implementieren. Frage Nummer 110. Sind Taschenlampen und Lasermarker durch separate Tasten einschaltbar? Ja, liebe Freunde, durchaus wird es dort einzelne Tasten oder Tastenkombinationen geben. Frage Nummer 111. Wird es gepaarte Magazine geben, also mit Clip oder Klebeband? Liebe Freunde, das ist höchstwahrscheinlich, dass wir diese im Endeffekt einmal selbst herstellen können. Gerade wie schon gefragt, mit Klebeband oder halt durch lootbare Clips. Frage Nummer 112. Wird das Spiel über alle Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg verfügen? Also liebe Freunde, aus dem Zweiten Weltkrieg werden einige dabei sein. Also bis jetzt haben sie ja schon die SKS, die TT und die SVT planen sie auch noch hinzuzufügen. Frage Nummer 113. Neben dem Messer und dem Tomahawk, wird es andere Nahkampfwaffen im Spiel geben, wie zum Beispiel einen Spaten? Also es wird verschiedene Arten von Messern geben und ja, vielleicht auch einen Grabenspaten, sagen die Entwickler. Frage Nummer 114. Wird bei seitlicher Bewegung das Schießen irgendwie eingeschränkt werden? Also, liebe Freunde, künstliche Einschränkungen wird es wohl keine geben, aber die Genauigkeit wird durch hohes Waffenschwingen halt reduziert. Frage Nummer 115. Planen die Entwickler eine Art Schussweite hinzuzufügen? Möglicherweise, meine Freunde, noch nichts ist da in Stein gemeißelt. Frage Nummer 116. Wird die Möglichkeit bestehen, unsere Mods im Endeffekt zu verändern? Also einige Nutzungsmods, meine Freunde, können auch während der Bewegung oder beziehungsweise in Raids angewendet werden. Jedoch richtig eingehende Änderungen wird es nur außerhalb der Raids geben. Frage Nummer 117. Planen die Entwickler, Waffen wie Bogen und Armbrust hinzuzufügen? Also die Entwickler planen nicht, Bogen und Armbrust mit in das Waffenarsenal einzunehmen, meine Freunde. Frage Nummer 118. Werden die unterschiedlichen Waffen auch unterschiedliche Haltbarkeitsgrade haben? Ja, liebe Freunde, das werden die Waffen durchaus haben. Frage Nummer 119.
Wird sich die Waffe im Laufe der Zeit verschlechtern? Und wie wird es diese Waffe beeinflussen? Also es wird auf jeden Fall einmal die Statik negativ beeinflussen. Sie wird häufiger fehlzünden und auch in alle anderen Arten von Mechanikproblemen geraten. Und schlussendlich wieder, meine Freunde, Frage Nummer 120. Kann ich verformte oder halt deformierte Kugeln sehen, die in der Weste stecken geblieben sind? Nein, meine Freunde, das werden wir leider nicht sehen können. Aber so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Ja, meine Freunde, das soll es für dieses Video auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein paar Fragen, die hier durch dieses Video beantwortet werden konnten. Falls nicht, ist ja vielleicht im nächsten oder in einem der vorigen Videos dazu etwas dabei, was euch im Endeffekt nicht mehr so doll im Dunkeln tappen lässt. An dieser Stelle, meine Freunde, verabschiede ich mich wieder von euch. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer bitte einen Daumen nach oben. Falls nicht, konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ansonsten, meine Freunde, eine ruhige Restwoche noch. Und ich wünsche euch wie immer was. Euer Gunshot.